Ja, was denn los, hey Leute, hier ist wieder der Benny und der Hauptner von den Two Epic Buddies zu einem neuen Video von uns, und heute haben wir ein freshes Sniper-Gameplay im Hintergrund, und darum soll es heute auch gehen. Snipe macht dir mal wieder richtig Bock in Black Ops 3, muss ich auch sagen, seit langem wieder, weil in, keine Ahnung, Advanced Warfare und so konnte man meiner Meinung nach nicht so geil snipen, aber endlich mal sind die Sniper wieder richtig geil in Black Ops 3. Und ja, Hauptner, wie findest du die? Ich muss sagen, ich weiß nicht mal mehr, welche Sniper es überhaupt in AW gab, weil ich habe die, glaube ich, nie ausgepackt, weil die so kacke waren für mich halt. Es gibt natürlich Leute, die es geil fanden, aber in Black Ops 3, muss ich sagen, ist es wieder ein MW2-Feeling, dass man auch wirklich trifft, wenn man drauf ist. Man trifft natürlich auch bei Black Ops 3 seltsamerweise, wenn man nicht drauf ist. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Gefühl hatte. Vor allem bei der SVG fühlt sich das so an. Vielleicht ist das nur am PC so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass teilweise die Hitboxen so Zielsucher-Hitboxen sind. Und ich finde es halt übelst geil, dass das so ist, weil es dann auch für Anfänger leichter ist zu snipen. Vielleicht fühlt es sich auch nur so an. Und es ist in Wahrheit gar nicht so, dass da irgendwie Zielsucher-Hitboxen wieder am Start sind. Aber ja, man muss sagen, das Gefühl von einem Sniper generell ist auf jeden Fall das Beste seit eigentlich MW2, meiner Meinung nach. Ja, und ich finde sogar, es ist besser als in MW2, weil, keine Ahnung, mir macht Snipen so Bock, das hatte ich, keine Ahnung, dieses Feeling hatte ich noch nie, auch in MW2, da hat es richtig Bock gemacht, aber ich finde es jetzt noch krasser, weil einfach die Sniper fühlen sich so krass an. Es gibt verschiedene Sniper, die spielen sich alle unterschiedlich, wie diese P06, was so eine Art Burst-Sniper ist, richtig abgefahrenes Ding, dann diese SVG, was so mega OP ist, und mit dieser Locus, mit der man so krass quickscopen kann. Okay, die Autosniper ist am PC mega OP, weil einfach nur Abfuck. Aber trotzdem, ich finde es richtig geil, das Feeling, und das macht mega Bock. Also Leute, wenn ihr es noch nicht gesniped habt in Black Ops 3, dann müsst ihr das auf jeden Fall mal austesten. Richtig geil. Black Ops 3, alles klar. Ja. Gutes Deutsch. Auf jeden Fall, es ist halt so, dass man bei den Snipern jetzt nicht mehr so das Gefühl hat, dass die Schüsse ins Nirvana gehen, obwohl man drauf ist, sondern wirklich das 100er Brezi am Start ist. Ich hatte das Gefühl wegen der Lag Compensation bei den früheren Teilen immer so, es würde einfach nichts connecten bei den Drecksnipern. Dann gab es ja auch, ich weiß nicht, ob das in Ghosts war oder in AW, dass wenn man anvisiert hat und man, obwohl man im Visier ist, nicht dahin geschossen hat, wo man hinvisiert. Und dass es da immer noch den Hüftspray gab und das richtig behindert einfach war. Und das ist halt in Black Ops 3 nicht mehr so. Da kommt es mir so vor, als würde wirklich davor schon die 100er Brezi am Start sein, bevor das Visier, das Fadenkreuz eigentlich in der Mitte ist. Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall ist mir auch aufgefallen. Und wirklich, man trifft halt mal wieder was so. Keine Ahnung. So früher, so in, keine Ahnung, auch in Ghost und so, hatte ich immer das Gefühl, wenn ich jetzt snipe, ich treffe nichts, da geht nichts rein, was ist da los? Und in Black Ops 3 ist das alles easy. Okay, man muss dazu sagen, auf den Konsolen gibt es ja jetzt bei den meisten Snipern kein Auto-Aim mehr. Das wird sicher ein krasser Unterschied sein, jetzt im Gegensatz zu Black Ops 2 zum Beispiel, wo halt, keine Ahnung, du nur irgendwie in die Richtung des Gegners gucken musstest und der Auto-Aim hat den Rest gemacht. Aber ich finde, die machen mega Bock. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt echt nicht, wie Snipen auf den Konsolen ist, ob das jetzt Todesabfuck ist, weil es kein Auto-Aim mehr gibt und man trifft nichts mehr. So, aber auf jeden Fall, auf dem PC macht es mega Bock. Ja, was zum ersten Mal auch richtig geil ist, dass die Schalldämpfer nicht mehr so abfuck sind, weil normalerweise hat auf den Snipern wirklich keine Sau einen Schalldämpfer gespielt, weil man dann nur Hitmarker ohne Ende gegeben hat. Und das ist halt in dem Spiel anders. Da bleibt alles gleich, man gibt nicht mehr Hitmarker mit dem Schalldämpfer, sondern man wird einfach nicht mehr auf dem Radar gesehen, wenn man einen Sniper spielt. Und das finde ich übelst geil. Kann man endlich mal ein bisschen Stealth spielen mit der Sniper, weil sonst wusste immer sofort jeder, wo man steht. Weil man halt nie einen Schalldämpfer spielen konnte, was halt richtig kacke eigentlich ist. Ja, weil es gibt Sniper aber einen Negativpunkt, der Schalldämpfer hat. Man hat nicht mehr diesen bosshaften Sound, wenn man schießt. Ja. Einfach so, keine Ahnung, SVG, wenn du damit schießt, so push, und der Gegner droppt einfach. Du fühlst dich so bosshaft, du fühlst dich einfach geil. Und beim Schalldämpfer hast du also dieses geile Feeling nicht mehr, weil dieser Sound nicht mehr so geil ist, aber trotzdem, die Sniper sind dann trotzdem noch krass. Und ja, das Gute ist wirklich, man hat sonst keinen Negativeffekt. Also diese One-Shot-Hit-Areas werden nicht weniger oder so. Also richtig cool auf jeden Fall. Was auch so ein richtig kritischer Punkt bei den Snipern ist, da gibt es ja immer die zwei Arten von Spielern. Die einen, die rushen, quickscopen wie die Wahnsinnigen, und die einen sind hinten
und hardscopen ganz normal, was halt auch der Fall für einen Sniper ist, dass er das machen soll. Und wir haben vorhin gespielt und das erste, das gleich kam, oh, diese drei Sniper nur am Campen. Ja klar, ja. Mann, es ist eine Sniper, ich hardscope mit der, ich spiele mit der, wie ich will. Ich werde natürlich nicht mit einem Sturmgewehr in der Ecke sitzen, aber wenn ich eine Sniper spiele, werde ich nicht in den Gegnerspawn reinrushen und werde einfach die ganze Zeit quickscopen wie ein Wahnsinniger, weil es halt auch mal fehlt ein Quickscope und dann bist du halt am Arsch meistens mit der Sniper. Ja. Und ich bin und halt auch so einer, der da defensiv spielt mit dem Sniper. Genau, und wenn du mit dem Sniper rushen willst, dann brauchst du genau eine Sache und das sind gelähmte Gegner. Ja? Weil wenn die Gegner rummoven wie die größten Faggots oder rumjumpen oder mit VMP rumrotzen aus der Hüfte, da kannst du nirgendwo hinrushen mit einem scheiß Sniper, weil wie sollst du den treffen, wenn der 2 Meter vor dir rumhampelt wie der größte Hampelmann und keine Ahnung was macht, ein 360, den wirst du schwer treffen oder vielleicht triffst du die ersten 5 Gegner, aber der 6. holt dich dann irgendwann, wenn der so rumjumpt und dann vielleicht noch mit einer VMP aus der Hüfte rumsprayt. Also muss man halt teilweise seinen Spielstil auch an die Gegner anpassen und dementsprechend spielen. Und wenn das die übelsten Tryhards sind, dann musst du halt auch mal ein bisschen defensiver spielen. Und ja, warum solltest du das halt nicht machen? Das ist halt ein Sniper und kein SMG oder so. Ja, und was auch ein wichtiger Punkt bei dem ist, dass einfach so ist, dass der Flinger nicht mehr so niedrig ist wie im Black Ops 3 damals mit Zähigkeit, sondern schon noch höher. Er wurde zwar um einiges reduziert seit der Beta, aber trotzdem ist er teilweise schon noch Abfuck. Und man vermisst doch irgendwie ein bisschen das Zähigkeit. Und wenn man rushen würde mit einer Sniper und der schießt sich nur einmal an, ich sag's euch, der Schuss geht zu 90% einfach über seinen Kopf irgendwo hin, wo keiner steht. Ja, das ist halt der Nachteil. Ich hatte das, der Gegner liegt auf dem Boden auf der B-Flagge, ich rush hin, will ihn wegquickscopen, Visier an, drück ab und in dem Moment, wo ich abdrück, trifft mich der Gegner und das flincht nach oben, ich schieß über den Gegner, konnte mich dann noch in der Deckung verstecken, steh wieder auf, selbes Szenario nochmal, ich konnte den Typen nicht droppen. Der hat einfach, der gibt mir einen Schuss und ist, ja, meine Waffe springt quasi nach oben und ich kann ihn nicht mehr treffen. Ja. Richtig, der Abfuck. Also das muss man sagen, ist auch echt belastend. Black Ops 3, dass es da keine Zähigkeit mehr gibt, aber trotzdem, ich finde die Sniper so auch stark genug. Das würde mich würde es in dem Game wirklich mal interessieren, wie viele Leute da wirklich rushen und quickscopen die ganze Zeit, weil ich bin der Meinung, ich finde Hardscopen einfach geiler mit der Sniper, ich mache das lieber, weil ich da hinten stehe gemütlich, warte ich einen Gegner ab, dann kommt er vor und dann gebe ich einfach einen Schuss ab und dann ist er down. Einfach, weil es halt so ein typisches Sniper-Gameplay wäre. Aber heutzutage, beziehungsweise jeder jumpt rum, rusht rein, quickscoped den, rennt wieder raus, geht zum nächsten, quickscoped wieder und so weiter. Also ist wirklich so ein Szenario. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr wirklich macht, wenn ihr Sniper spielt. Ob ihr so der Rush-Typ seid oder eher so, der hinten steht und das Oldschool-Sniper-Gameplay macht. Der einfach hardscoped und drauf scheißt, was die Gegner sagen, ob man jetzt hardscoped oder nicht. Kackegal, Hauptsache es passt für einen selber. Ja, man muss auch dazu sagen, die heutige Einstellung ist irgendwie so, die krassesten Leute sind halt die, die die größten gelähmten Faggots bashen so, weil, ja, man, keine Ahnung, die Leute denken, wenn sie die übergeben, die sind, boah, ist der krass, boah, ist der gut, aber wenn man halt 10 Stunden nach einer gelähmten Lobby sucht, dann schafft das halt auch jeder Idiot, sage ich jetzt mal, ohne abgehoben zu klingen, aber ist halt so, weil wenn die Gegner dich nicht anschießen oder überhaupt nicht zurückschießen oder so, dann ja, kannst du halt da reinrushen und machen, was du willst. Da kannst du wahrscheinlich irgendwann, also wenn du 20 Stunden suchst, findest du wahrscheinlich sogar eine Lobby, wo du eine Box-Nuklear machen kannst. Ja, halt dann, weil es halt im Grunde gegen solche No-Hands nichts anderes mehr ist, als würde man gegen Bots spielen. Auch und das ist halt auch nicht der Sinn von fucking COD. Wenn man eine Nuklear spielt oder so, dann will man nicht unbedingt gegen Bots eine Nuklear spielen. Auch wenn man jetzt sagen kann, ja gut, das waren eigentlich Spieler, die da im Gegnerteam waren, die haben halt mit Big Bots gespielt, aber man hat Nuklear gedrückt, da ist die Nuklear für mich eigentlich auch nichts wert, sondern man muss meiner Meinung nach auch schwitzen können, wie mir hindert, dass man wirklich die Nuklear erreicht, dass man fast in jedem Gunfight einfach rot rausgeht und wieder Deckung suchen muss und so ein Scheiß, also das ist ein Gameplay, das meiner Meinung nach dann auch was hat. Ja, ich meine, wir könnten das natürlich sonst auch so eine Hexen-Nuklear gegen Bots hochladen. Wäre sicher ultra krass. Nicht Spaß beiseite, Leute. Aber naja, ich würde sagen, das war's, oder? Ja, ich würde auch sagen, das war's. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt in die Kommentare noch schreiben, was ihr seid, Hardscoper oder Quickscoper. Und ich würde sagen, Benny, hast du noch was? Spritzt auf jeden Fall den Like-Button ab, wenn euch das heutige Video mal wieder gefallen hat. Und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Haut rein, bis morgen. Ciao. Ciao.